Ende. Und die erwischt man am besten unter die Augen oder unter Freunden oder so. Aber das war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis, als ich festgestellt habe, mein Leben ist nicht nur in dieser Welt. Die Frage ist jetzt, wie man du dich da stellen könntest, wenn du dich fragst, was bedeutet jetzt alles jetzt, dann würde ich dir sagen, konkret, du, was du machen kannst. Leuchte. Leuchte einfach. Das ist das Beste, was wir machen können. Wir können zum Beispiel, wie man zum Leuchten kommt, wie man wirklich schafft, hey, da kann ich meine meiste Potenzial entfalten. Eben war ja die Frage, wenn der Gedanke ohne versteckte Motivation, das ist wichtig. Wie kann man feststellen, dass ein Wunsch von mir wirklich aus dem Herzen kommt? Und wann kommt er aus dem Ego? Und das ist ja manchmal schwer zu unterscheiden. Da könnte man sich ja selber die Frage stellen, den Wunsch stellt man die Frage. Du Wunsch, sag mal, bist du rein? Wunsch, sag mal, bist du erhaben? Und Wunsch, sag mal, bist du aus der Kraft der absoluten Liebe motiviert? Kein Wunsch aus dem Ego. Beim Rein sagt das wirklich Ego-Wunsch. Wenn du fragst, Ego-Wunsch, bist du erhaben? Erhaben ist ein bisschen krass, das Wort jetzt. Und bei dem Wort aus der Kraft der absoluten Liebe motiviert, da haut's ab. Hat keinen Wenn es aufgeht, immer größer wird, ja, ist cool, mach das. immer wieder die Mitte finden, in die eigene Mitte finden. Der Weg des Friedens ist immer der Weg der Mitte. Sich selbst mitten, könnte man lateinisch ausdrücken, auf Latein heißt die Mittung Meditation. Also man kann auch meditieren dafür. Aber Ruhe ist ja nicht das gleiche wie nichts tun. Ne? Ruhe, also es gibt Eckhart Tolle, der hat das mal, der hat mir gut geholfen, als er mir gesagt hat, also durch seine Bücher, ich habe den kenne nicht, man sich soll auf diesen kleinen Mann oder kleinen Frau im Kopf, die immer am Quasseln ist. So, wollen wir mal die Frage stellen, was ist dein nächster Gedanke? Weil dieses kleine Homunculus, wie ich im Kopf, hat darauf keine Antwort. Das ist, was ist deine nächste Frage? Und es ist wie, als würde man gedanklich so eine Stufe auslassen. Das ist so, und in diese Stelle, in diese kurze Stelle hinein, legen einfach so die Hand auf die Augen und lass ihn hinten reinfallen. Lass ihn in irgendeinen Ozean deines Lebens fallen. Dieser kleine Mann, ich stelle mir mal vor, also bei mir ist das ein kleiner Mann im Kopf, ne? Und ich stelle mir mal vor, so, was ist dein nächster Gedanke? Und dann weißt du kurz nichts und dann legst du die Hände auf, so über die Augen und lass ihn hinten so ein Ozean kippen. Und dann beobachtet sich wieder, fällt. Und dann kommt eine Emotion, er wird noch da, fällt er wieder. Dann kommt eine Emotion, die geht noch da und irgendwann meditiert er sich ein, er findet die Mitte. Vielleicht hilft dir das, vielleicht magst du das mal ausprobieren. Also, mittig zu sein ist an sich für den Frieden ist mal eine gute Sache. Und ich glaube, wenn man sich dann anbindet, wenn man feststellt, dass Leben ja überall existiert, das ist eigentlich, ich stelle es manchmal so vor, wenn ich sage leuchte, wie kann man denn leuchten? Naja, stell dir mal vor, es wird ein richtiger Leuchtstrahl von oben aus dem Himmel, von wo auch immer, aus dem galaktischen universellen Zentrum, wo immer du eine Verbindung hast, von oben halt, runterkommen in deinen Kronenchakra, reingehen in dich und aus dem Solarplexus rauskommen. Und es macht so eine richtige leuchtende Kugel um dich herum und du machst einfach den Wirbel von Licht um dich herum, dass deine Fußspuren sogar leuchten, wenn man die Augen dafür hätte. Diesen Wirbel können wir immer um uns herum machen. Und wenn wir mit diesem Wirbel, jeder diesen Wirbel um uns herum erschaffst und wir dann wieder zusammenkommen zur Mahnwache, da stehen die lieben Leute von hier bis Tokio. Wir visualisieren uns das. Was glaubst du, was wir dafür gehofft haben? Wollen wir das dann nicht vielleicht machen, dass wir jetzt noch ein bisschen was quatschen, am Ende mal zusammengehen und das mal zusammen visualisieren, oder wollen wir das jetzt machen? Ja, geil. Ja, nutzen wir es gleich. Geil, sofort. Ja, machen wir es sofort. Was ist das? Wie lange noch? Auf die Plätze fertig. Ja, ich würde sagen, dann lockert euch mal ein bisschen aus, so, dass ihr entspannt steht, ein bisschen mal hüpfen, dass ihr auf Mutagaya steht. Connected, grounded. Und
unter der Anleitung unseres Indianers. Wie man Lagerfeuer macht. Pass auf, Kamera. Kamera. Dann geht es in die Richtung. Also Freunde, ich würde sagen, nächsten Montag entweder Lagerfeuer hier oder eine ordentliche Erderwärmung. Ne? Ich plädiere für Fracking. Eine Milliarde Autos in Indien, China. Nein, jetzt machen wir was anderes. Na gut, jetzt machen wir was anderes. Hab ich zu viel gesagt? Ne? Jetzt machen wir ein Heiligenboot. Okay. Ich schlage vor, erst bringen wir uns zum Leuchten und dann schicken wir ein bisschen was Energie in dieses Gebäude rein, dass die Frequenz des Gebäudes ein bisschen mehr hochgezogen wird. Je mehr Liebe dieses Gebäude ausstrahlt, desto mehr verhindern wir deren Arbeit. Die Frage ist am dringendsten. Okay. Beim Einatmen sagt den Gedanken bitte, ich werde geliebt. Ausatmen, ich liebe. Jetzt kommt aus dem galaktischen Zentrum ein leuchtender Strahl direkt in dein Kronenchakra, in deinen Scheitel hinein. Ganz helles, weißes, göttliches Licht. Füllt deinen ganzen Körper. Bricht aus dem Solarplexus wieder heraus. Und erschafft ein goldenes Lichtei in dich herum. Wirklich zu fühlen, dass das ein Fluss ist. Das ist kein statisches, es ist ein Fließen. Es fließt in dich hinein, es fließt aus dich heraus. Es erschafft das All in dich herum und es leuchtet in den Raum. Es fließt weiter in dich hinein. Kannst du dabei summen, als Om oder irgendein Mantra, was dir dabei hilft, dich auf diese Frequenz einzutunen. Eigene Vollkommenheit und sie steht in ihrer eigenen Kraft.
dieser Selbstgewissheit heraus schöpfen wir im Leben. Ich bitte die Unterstützung, die du gerade von rechts oder links hast, kurz zu lassen. Nicht weil du nicht möchtest, sondern weil du weißt und erfahren möchtest, deine Welt schon in deine eigenen Kraft. Trotzdem leuchtest du, trotzdem im liebenden Einverständnis fließt das Licht in uns hinein. Jetzt stellt euch das Parlamentsgebäude. Fühlt es in Gedanken, es ist Stein, fühlt sich das an, guckt in die Ritzen davon hinein, das Gedanke komplett zu erfassen. Wenn ihr das habt, dann sucht ihr einen Punkt auf dem Gebäude, das für euch als Referenzpunkt ist. Geht dort im Geiste hin. Ihr seid immer noch gefüllt mit göttlichem weißem Licht. Und nun bittet ihr noch, ein klein wenig Gold und Blau in euch hineinzuschicken. Weiß, Blau und Gold. Und mit diesem weiß-gold-blauen Licht in mir fasse ich jetzt in Gedanken dieses Parlament an und schicke in die Energie. Parlamentsgebäude